Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und in der kurzen Pause ist meine komische Kampfroboter-Drohne hier kaputt gegangen. Also ich glaube, das ist noch nicht so das Richtige. Das ist, glaube ich, er stellt einen Verteidiger. So, aber der andere, der ist einfach so explodiert eben gerade. Ich weiß noch nicht, ob die automatisch dann aus dem Inventar rauskommen, aber ich glaube, das sind noch nicht die Kampfroboter, die ich... Naja. Gut. Den Roboter hat's gehimmelt dann. Aber kommen automatisch keine neuen raus? Ich kann die auch nicht. Wie kann ich denn? Ich hätte die ganz gerne in meinem Roboterhanger hier, in meinem persönlichen. Hab ich doch persönliche Roboterhanger? Habe ich doch jetzt. Warum kann ich die da nicht? Muss ich die mir auf irgendeine Taste legen oder wie? Dann kann ich ja hier im großen Umkreis überall deployen, ne? Also ganz weiß ich noch nicht, was das soll. Ich glaube, das ist noch nicht ganz so ausgegoren, wie ich das gerne hätte. Also die können nicht einfach von selber kaputt gehen. Das wäre ja Quatsch. Bin ich denn das? Nee, das ist noch nicht das, was ich dachte eigentlich darunter. Ich dachte, ich habe dann so eine Kampfroboter, die generell um mich schweben und dann rausfliegen und sich Munition holen. Das muss es doch geben, oder? Das bestimmt. Ich habe das bloß nicht richtig gemacht wieder. Davon gehe ich jetzt mal einfach aus. Dass ich da mal wieder einfach einen Denkfehler habe. Das ist immer sehr wahrscheinlich bei solchen Sachen. Halt. Dass ich da was mir denke, was gar nicht da ist. Oder was gar nicht da sein sollte. Aus allen Richtungen kommen die hier mit Mauern auf mich drauf zu. Das finde ich interessant. So. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte hier sein. So. Dann hauen wir jetzt mal hier. Upsala. Sind wir schon wieder voll. Nee. Sind wir schon wieder voll des Lobes hier. Nee, voll des Steines, nicht des Lobes. Halt, das ist ein zu nah dran. Na, das hat sogar gepasst. Okay, gut. Gut, gut, gut. Schön. So, dann haben wir hier nämlich das nächste Curry fertig. Das bisschen, was hier drin liegt. Das brauchen wir jetzt so nicht unbedingt. So. Also da müssen wir nochmal gucken, wie das mit den Kampfrobotern richtig funktioniert. Also das ist, glaube ich, noch nicht... Das habe ich irgendwie noch nicht richtig gemacht. Da müssen wir nochmal in Klausur gehen. So, Moment mal. Macht aber relativ schnell kaputt. Oh, mein Energieschild, das funktioniert ganz gut. Ja, doch. Also, da haben wir jetzt auf jeden Fall mehr Verteidigung. Das mit den Kampfrobotern ist irgendwie Quark, was wir da bis jetzt haben. Da müssen wir nochmal genauer die Kampfroboter-Geschichte hier durchgehen. Das auch in der Forschung. Aber das ist doch hier Kampfroboter, ja. Das ist genau die Forschung. Effekte Verteidigerkapsel. Kampfroboter 2. Ablenkkapsel. Kampfroboter 3. Zerstörerkapsel. Aha. Erstellt 5 Zerstörer. Maximal Geschwindigkeit 60. Die maximale Gesundheit 60. Geschwindigkeit 4,8 Kilometer pro Stunde. Das ist aber langsam. Roboter Lebensdauer 120 Sekunden. Reichweite 15. Feuergeschwindigkeit 3 pro Sekunde. Schaden 10 plus 1 elektrisch. Ich glaube, da müssen wir uns noch mal ganz genau drüber informieren, wie wir was finden. Bin da jetzt noch nicht so begeistert von, muss ich schon. Na gut, aber was soll's. Jetzt ist es erstmal so. So, die sind jetzt erstmal alle wieder gekommen, haben ja ordentlich mal was abgeholt hier. Sehr schön. So, dann können wir jetzt hier hochgehen. Dann haben wir nämlich hier genau die Grenze erwischt, an der es die Mauern damit gesetzt werden und wir sind dann auch hoffentlich die meiste Zeit im Funkgebiet drinnen mit. Oh, schon wieder so ein großer hier. Ah, da müssen wir ordentlich ballern, immer, ne? Das tut weh. Das ist echt schmerzhaft. Aber gut, das ist halt so. Also diese Verteidigerkapseln, das finde ich noch nicht so prickelnd. Da muss ich ehrlich sagen, da, puh, ja. Hätte ich mir mehr erwartet runter.
ist meine Tasche wieder hier vollinger. So. Nehme ich ja bloß hochbohren hier. Und dann gehen wir sowieso einmal wieder rund und gucken mal ganz kurz in die Kisten, wie es aussieht. An der Atomfront, an der anderen Front. Wo könnte man jetzt. Was ist denn da los hier? Wo könnte man da jetzt loslegen, weitermachen? Alles solche Sachen, ne? So, 14 Stück habe ich davon eingesammelt. Das ist immer sehr schön. So, oder? Die Mauer, die brauche ich da nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, mit dem Schuh raus. So, dann machen wir hier die Mauer hin. Können das hier abreißen bis dahin. Lassen wir den falschen ab. Hier auch wieder. Kommen, glaube ich, gerade mit der Ansicht nicht klar hier. Aber ein Knick im Auge. So, dann haben wir das doch auch schon mal hier einigermaßen gut erledigt. Wir werden jetzt hier mal ganz kurz mit, nee, nicht mit Landfills, sondern mit Beton arbeiten. Das hier alles zu betonieren. Damit wir den Beton geschickt kriegen von oben. So. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon durch. Ah, schön, wie sie dann alle zu mir kommen hier. Und dann wollen sie alle Steine haben von mir. Sehr schön. Ah, das funktioniert gut. Ich will lieber den Abfall, aber da, nee, das kostet mich ja Flaschen, die ich eigentlich sparen will, ne? Naja, wir machen gleich, also zum Schluss der Folge machen wir auf jeden Fall die Runde, wo hier was ist, damit wir da ziemlich schnell vielleicht drauf reagieren können und die Forschung auch zum ziemlich schnell anschmeißen können. Es sollte sich ja jetzt, weil ich ja die Prozessoren nicht mehr rausnehme, auch die gelbe Flaschenproduktion wieder ein wenig, sagen wir mal, gebessert haben, weil ja da die ganzen Prozessoreinheiten jetzt benutzt werden können. Die ich sonst hier immer fleißig für mich beansprucht habe. Aber der Fusionsreaktor, das ist schon mal nicht schlecht. Also auch das Energieschild und das Exoskelett. Wie gesagt, mit den Kampfrobotern bin ich noch nicht zufrieden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das schöner machen. Huch. Abgerutscht. So. Warte mal, kann ich ja hier erstmal Mauer. So. Also da. Ja, also Kampfroboter hatte ich jetzt echt vorgestellt, dass da so ein Kampfroboter die ganze Zeit mit mir rumfliegt. Oder beziehungsweise die bei mir im Inventar sind und wenn dann Gefahr droht und ist und wir irgendwas angreifen oder angegriffen werden, dass die dann einfach rausfliegen, das Vieh hier töten und ich dann ganz in Ruhe weitermachen kann und mich nicht kümmern muss. Höchstens maximal, dass ich Munition in der Tasche habe. Aber gut, da hat sich irgendwas geändert im System. Ich meine, das war früher so, aber ich bin mir nicht sicher. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch relativ wenig Kampferfahrung. Also ich habe echt recht wenig Kampferfahrung in Factorio, weil ich quasi immer relativ friedlich spiele. Mir geht es ja nur ums Bauen und mir geht es ja nur ums Optimieren. Ne? Das ist ja so meins. Das Ganze mit dem Aliens bekämpfen, das ist, naja gut, muss jetzt nicht zwingend sein. Ne? Also da hätte ich andere Präferenzen, die mir da eher gefallen an so einem Spiel oder so. Muss ich da mal zugeben. So. Und dann kommen sie gleich wieder angeschwört und holen sich die Steine von mir, weil sie genug Bedarf sehen, auch zu mir zu kommen. Meine kleinen Roboter. Ich hab sie ja alle lieb. Das Schöne ist, ich könnte ja so ein Ding, wenn ich jetzt wollte, ne, also von dem, was ich in meinem Beruf mache, könnte ich ja so ein Ding durchaus selber programmieren und produzieren. Also so ist mal herstellen, so eine kleine Drohne. Gut, kannst du auch kaufen, klar. Aber wenn du das selber mal hergestellt hast, ist natürlich auch noch ein bisschen was anderes, ne? Oder selber programmiert hast. Ich glaube, ich werde mir irgendwann auch mal dieses von Elego, ich glaube Elego heißen die, ne? Mit dem Arduino gelöt, da dieses Arduino Fahrzeug kaufen, was man da bauen kann. Und das mal bauen. Diesen kleinen Pannenroboter, den es da gibt. Na, da muss ein Loch sein in der Wand. So, gut, wir gucken mal ganz kurz hoch hier. Ah, sind wir ja schon bei der Forschung.
Wie sieht's aus? Na, da ist noch nicht allzu viel dazu gekommen. Hier ist ein bisschen durcheinander, aber wir haben die 1000 blauen Fläschchen voll. Sehr schön, wir haben die 1000 Fläschchen hier voll. Da haben wir ein bisschen was. Da haben wir auch die 1000 Fläschchen voll. Das ist wirklich nur die gelben Fläschchen noch, die dann fleißig produziert werden müssen. Achso, Moment. Wie ist denn hier die Lagerkapazität? 3 Kisten. Da unten liegen schon 100 Stück drin, das ist gut. Hier liegen 600 drin, hier liegen 300 ein bisschen was drin, hier liegen 500 drin, hier liegen 600 drin. Da Militär, okay. Was ist denn hier bei den gelben Fläschchen denn jetzt quasi so das große Problem? Ich nehme an, es werden die CPU-Einheiten sein, ne? Ja, die CPU-Einheiten sind das so das Problem. Und die CPU-Einheiten, was habt ihr so für ein Problem? Was fehlt euch am meisten? Eigentlich Schaltkreise. Na gut, okay. Also dann werden wir hier mal den Bedarf einfach anziehen, dass hier ein bisschen mehr von dem Material rumliegt. Dass vielleicht mehr Roboter einfach denken, wir müssen da mal was hinbringen. Dass wir da die Produktion ein bisschen vielleicht beschleunigt bekommen. So, Munition haben wir hier unten ja eigentlich in Produktion. Also brauche ich wirklich nicht mehr aus den Steinen holen. Also da haben wir ja hier mehr als genug. So. Und da können wir uns ja immer bestücken. Gut, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kampfroboter-Schaden haben wir jetzt schon mal erhöht. Aber so ganz ist das nicht meins, muss ich sagen. Ich werde jetzt auf... Ja, nee, die Batteriegeschichte werde ich erstmal noch nicht machen. Ich werde hier... Was ist das hier? Lasergeschütztürme habe ich nicht. Kampfroboter-Anzahl, die mir folgen kann, werde ich erhöhen. 300 für jeden. Na gut, das kostet ein bisschen was, aber... Das werde ich auf jeden Fall erstmal erhöhen. Das kann ich noch ein zweites Mal erhöhen. Weil die Forschung, die kriege ich ja doch... Die habe ich ja relativ schnell wieder auf 1500 hoch. Das stört mich nicht weiter. Aber unsere Forschung hat was zu tun. Wir kommen auch weiter und haben noch ein bisschen was davon. Das ist natürlich dann auch nicht schlecht. Also hier mal einen Teich, den wir zuschütten wollen wahrscheinlich. Mal gucken hier. Haben wir denn so viele Landfills dabei, dass es schon geht? Klick, natürlich nicht. So, alles klar. Dann gehen wir mal hoch und holen uns mal Landfills. Deine haben wir ja ein paar. Und eingelagert sind hier auch ein paar. So, 3 Landfills haben wir hier erstmal. Wo hat denn die ganzen Steine hingelagert? Hier? Oh, gut. So. Nochmal 2, jetzt sind wir bei 5. Forderst du keine Steine mehr an? Du forderst keine Steine mehr an. Ach, das ist das Problem. Das ist das Problem. Der fordert gar keine Steine mehr an. Habe ich das ausgestellt? Ja, macht noch. 2,4k volle Kiste. So, jetzt wird natürlich aus der ganzen Lagerkiste das Zeug hier rausgeholt. Oh, jetzt sind wieder alle unterwegs. Uiuiui, jetzt gibt es wieder ordentlich was auf die Stromschiene hier. Na gut, alles klar. Dann haben wir noch einen Landfill mehr. Dann können wir hier noch die Landfills reinschmeißen, die ich hier habe. Mach hier mal die Anforderung auf 2400. So, wie passt da rein in der Kiste? So, dann ist hier jetzt auch ein bisschen Bewegung wieder drin. Ja, Strom wird auch wieder massiv verbraucht. Die 50 Megawatt, die wir herstellen können, die werden jetzt ganz gut verbraucht. Und wir sind echt wesentlich schneller. Also das mit dem Exoskelett, das ist schon... Da hätte ich mal eher drauf kommen können mit dem Fusionsreaktor. Naja, gut, okay. So ist es halt. So, wir forschen an der Begleitroboteranzahl. Das ist auch was Schönes. Wenn das durchgeht... Bin ich da auch erstmal begeistert. Und wir machen hier weiter im und Ausbau unseres Fabrikgeländes. Das muss ja sein. So, ach, ich habe jetzt bei den da oben, der Atom, da kann ich gar nicht reingucken, ne? Oder sehe ich das? Nee, ne? Nee. Aber es ist schon, also wir haben schon ein schönes Gebiet. Ich finde doch, ja. Also da haben wir schon ordentlich was ausgehoben. Und... Ach, ihr nur wieder hier. So, wenn Begleitroboteranzahl, dann werden wir mal gucken, wenn ich dann einen Angriff gerate, wenn ich dann 4 von den Typen mir dazu hole, ob dann hier wirklich was schneller geht oder nicht. Daten müssen wir dann mal noch untersuchen. So, 3100 haben wir jetzt schon weg. Rocket Launch 0, ne? Naja, gut. Also wir wollen ja bloß eine Rakete starten mal. Das ist ja unser ganz großes Ziel hier. Da werden wir noch jede Menge für hinarbeiten müssen, aber naja, schaffen wir schon. Ich bin guter Dinge.
Wir müssen natürlich irgendwann unser Logistikzentrum, also diese ganze Logistik, die wir hier haben, noch ein bisschen optimieren und umbauen, aber momentan läuft es ja ganz gut. Ich denke mal, wir werden früher oder später jetzt in einen Ressourcenmangel reinlaufen, was Erze angeht, weil wir den neuen Erzvorkommen erstmal noch erschließen müssen. Ja. Aber wenn wir das dann auch hinter uns gebracht haben, sollte hier doch dem Spielspaß nicht zu Wege stehen. Na gut, außer Haufen Steine, die man aus der Wand hauen muss. Das kann ja doch schon auf Dauer gerne schon ganz schön langweilig werden, aber es ist halt eben das Besondere an dem Szenario-Pack und das haben wir uns jetzt nur gewünscht und angefangen und ja, da muss das auch durchgezogen werden. Da kann ich jetzt nicht sagen, bloß weil ich die ganze Zeit Steine hauen muss, habe ich keine Lust mehr darauf. Das geht nun nicht, ne? Das passt ja nun gar nicht denn ins System. Das ist ja, das ist auch nicht Factorio-like. Factorio macht man ja die Dinge, weil man sie machen muss. Nicht, weil man sie will. So. Das ist ja doch Arbeit. Oder? Nein. Nein, es macht ja Spaß. Obwohl Arbeit darf ja auch Spaß machen. Ne? Ich hoffe, ihr kommt auch in den Guss, dass euch die Arbeit, die ihr tätigt, euch Spaß macht und dass ihr nicht euch immer quält mit. Das wäre nämlich gar nicht schön. So, dann können wir das nochmal da rein tun und jetzt brauchen wir die Mauern hier für eine friedliche Expandierung. Da haben wir uns mal sauber verbaut wieder. So, dann kommt nämlich hier das dritte Karree noch dran, dann können wir hier den Weg noch fertig machen bis hier runter und dann ziehen wir den bis hier runter und dann können wir hier noch einen Roboterhangar hinbauen. Und dann haben wir hier wieder ein riesengroßes Gebiet erschlossen. Schön. Platz für neue Werke und Fabriken. Oder Öfen zum Schmelzen. Wie auch immer. Alles, was man gebrauchen kann. Wird hier immer fein säuberlich gemacht. So. Und kein Stein bleibt auf dem anderen. Das haben wir nur auch schon gelernt. Aber das Begleitroboteranzahl, das kommt vorstand nicht ganz schnell durch. Ne? Also, jetzt gedacht, dass er da ein bisschen schneller oder ein bisschen länger noch mit beschäftigt ist. Gut, Ressourcen frisst trotzdem, das ist richtig. Und noch haben wir sie, ja. Theoretisch könnten wir ja hier oben die Ressourcen jetzt auch erstmal noch schon mal erschließen. Wie weit das geht, aber wir müssten gleich wieder raus sein aus dem Punktgebiet hier. Gleich müssen sie alle umdrehen, ja. Da sind wir nicht mehr als Target attraktiv genug, dass sie zu uns kommen wollen. Mann, oh Mann. Aber das Energieschild ist echt, das ist zwar eine gute Investition. Ich weiß gar nicht, ob ich da zwei gleichzeitig von nehmen kann. Und die dann doppelt so stark sind. Das wäre noch interessant. Oder ob man da was forschen kann. Energieschildstärke. Also diesen Roboterhanger, den privaten, den kann ich natürlich rausnehmen. Weil der hilft mir so gar nicht. Bei dem, wo ich gedacht habe, dass er hilft, hilft er nicht. Und das ist natürlich nicht schön. So, jetzt sind wir wieder im Funkgebiet. Jetzt müssen wir alle Roboter gleich sich auf mich stürzen. Hoffe ich zumindest. Ja, zumindest ein paar Mauern werden gebracht. Und Steine werden abgeholt. Dann holt man Steine ab. Ich halte mich still. So. Gucken wir doch mal. Wenn ich jetzt den Roboterhanger rausnehme, kann man mehrere Energieschilder reinmachen? Energieverbrauch 240 Kilowatt. Das ist ja jetzt nix. Im Vergleich zu dem, was der herstellt. So, 200 Kilowatt, 10 Kilowatt, Energieverbrauch 2 Megawatt. Ja, komm, der fliegt raus hier, den brauchen wir wirklich nicht. So, dann machen wir uns lieber noch ein Energieschild. Kann ich noch ein Energieschild herstellen? Was kostet das? Dimension 220, oder? Das geht, das passt rein. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Schilde. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch eine Batterie mit unterkriegen, aber ich glaube nicht, ne? Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie ein bisschen gesünder. Eine Batterie kriegen wir nirgendwo mit unter, ne? Aber wir kriegen es auch nicht anders irgendwie. Wupp. Ja, zwei Energieschilder gehen auch. Sehr schön. Schild ist oben. Ja, wir kriegen es irgendwie nicht besser positioniert, ne? So,
Dann haben wir noch ein bisschen mehr 100 Schildkapazität. Also jetzt kann noch so ein großer Wurm kommen. Ich glaube, den kriegen wir dann vorher schon weggemetzelt, wenn er denn irgendwas von uns will. Auch wenn er direkt dran steht. Das ist okay. Damit kann ich leben. Also, da kann die nächste Evolutionsstufe dann irgendwann kommen. Bis dahin werden wir hoffentlich die nächste Rüstung auch erforscht haben, freigeforscht haben und können die dann selber nutzen. Aber hier mal ein schönes Erzfeld. Also hier mal ein schönes nochmal, was wir hier freibauen können. Schön. Kommt also eins zum anderen. Wir finden immer wieder neue Erze. Und können die schön... Ich hätte das vielleicht alles noch auf groß stellen sollen, also dass sie dann noch mehr kommt, aber na gut, das habe ich nicht gemacht beim Editor. So. Ich weiß nicht, schön wäre ja, wenn man wüsste, ob der Klippensprengstoff die Steine liegen lässt, aber das macht er ja leider nicht, ne? Also es könnte natürlich sein, dass er das hier in dem Mod macht, aber wir haben es noch nicht probiert. Müssen wir gucken, ob wir eine kleine Fabrik für Klippensprengstoff hinkriegen. Was hat er denn? Katze dreht schon wieder durch. Ach, ein bisschen Uran liegt hier auch noch drunter. Geringfügig was. Na gut, also das Uran, was wir bis jetzt gefördert haben, wenn wir das alles anreichern, ne? Wir müssen ja nur zusehen, dass wir immer mindestens 40 von dem Uran haben. Also siehst du, das Energieschild geht nicht mal runter. Großartig. Während der direkt bei mir steht und wir im Combat mit ihm sind. Also das ist wirklich gut. Die zwei Energieschilder, die... Also das hilft ja richtig. Habe ich auch noch nicht so erfahren. Na gut, wie gesagt, ich habe die Combat-Erfahrung habe ich in diesem Spiel nicht. Habe ich nicht gemacht. War kein Inventar ist voll. Da habe ich mich nie großartig drum gekümmert. So, irgendwann ist natürlich auch mal die Kiste da hinten voll. Dann holen sie natürlich auch nichts mehr von mir. Wenn sie nicht mehr ablagern können. Aber das hoffentlich dauert noch ein bisschen. Wir bauen natürlich hier erstmal das Standardmuster drauf. Und wenn wir dann das hier erschließen mit Erzförderern, was sehr wahrscheinlich sein wird, dass wir das tun. Dann bauen wir natürlich das Muster um. Aber erstmal so jetzt zu bauen, damit wir sicher sind, dass uns hier nichts auf den Kopf fällt. Das ist uns erstmal wichtig. So. Ach, das ist ja... Mensch, ich lerne hier ganz neue Sachen kennen, ne? Das ist ja schon wieder das Inventar voll. So. Alles mal eingesammelt. Halt, der steht falsch. So. Sehr schön. Dann kann ich jetzt hier auch betonieren. Bis nach unten runter. Und dann werden wir jetzt einmal ganz kurz nochmal nach oben gehen, Lentfilz holen. Haben wir wieder genügend Steine. So, kaufen wir uns ein paar Lentfilz. Dann werden wir hier die Steine alle mal einsammeln. Und uns dafür mal Lentfilz kaufen, weil hier die Kisten, die sind schon gut voll, glaube ich. Und momentan haben wir hier einen Brennstoffmangel. Also entweder wird die Kohle gerade nicht hintransportiert oder wir haben wirklich zu wenig Kohle im System, aber gebe ich dir einfach mal Kohle, dann hast du Brennstoff. So. So, warte mal, das brauche ich ja nicht mehr abtransportieren lassen. So, gut, dann haben wir das mit den Steinen jetzt hier erstmal ganz gut geregelt. Spitzhacken muss ich dann demnächst mal wieder kaufen. Oder kann ich mir auch selber machen. Mal habe ich ja bei. Und Lentfill machen wir da unten erstmal den Teich fertig hier. So, hier können wir noch ein bisschen betonieren. Der Schönheit wegen. Und dann holen wir hier das Lentfell rauf. So. Und dann den Beton hinterher. Schick. Dann ist das hier auch wunderbest eingekleidet. So. Ja, und mit dem Öl, das werden wir natürlich nie loswerden. Weil ich denke mal, das wird hier die ganze Zeit stehen und ein bisschen was fördern. Aber wir sehen schon, unser Rohöl geht runter. Also wir haben
Also die Ölproduktion wird uns früher oder später dazu bringen. Naja, gut, okay. Ist halt so. Dass wir da noch was machen müssen. Aber die Folge ist zu Ende. Wir sehen hier, oh Gottchen, da haben wir ja fast wieder 1000 Stück da. Hier von den Dingern haben wir auch fast 1000 Stück da. Und die gelben sind auch schon, boah, 611, immerhin. Ja, und hier, da kommen wir auch auf die 1000 nochmal näher. Sehr schön, ich bin begeistert. Meine Roboter scheinen hier noch ordentlich was zu machen. Die Produktion der blauen Fläschchen ist auch so gut, dass wir da noch so ein, also da haben wir fast auch alles zusammen für die Anreicherung. Also hier sind wir safe, da sind wir safe, da sind wir fast safe. Hier sind wir, da sind wir noch ein bisschen weiter weg. Da haben wir so auf einem halben Weg ungefähr. Aber das kriegen wir auch hin. Gut, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Eine Folge Factorio ist nun vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.